Wir haben in der Türkei im Prinzip medizinische Grundversorgung angeboten. Unser Team hat in einem Zeltlager gearbeitet. Dort waren türkische Ärzte vor Ort, die aber völlig überlastet waren. Es waren sehr wenig Ärzte für ein sehr großes Zeltlager. Damals wurde gesprochen von rund 6000 Personen, die dort untergebracht waren in Zelten. Wir versuchen als kleines Team täglich durchs Camp zu gehen. Da begegnet man ganz vielen Menschen. Viele bleiben stehen und erzählen natürlich auch die bewegendsten Geschichten, was passiert ist, was sie alles verloren haben, wen sie natürlich alles verloren haben und wie aussichtslos eben auch der Blick in die Zukunft ist. Und solche Momente gibt es hier jeden Tag und das ist auch schwer zu verdauen. Was dazu kam, dass die Leute, die Patienten natürlich sehr belastet sind. Die bringen alle ihre eigene Geschichte mit, die brauchen viel mehr Zeit, viel mehr Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich schon sehr anstrengend, weil das einfach neben dem Physischen, was man dort leistet, mental einfach eine große Kraftakt ist.